Okay. Freunde, wir haben 20% auf das gesamte Sortiment, außer auf Whey und Kreatin. Also checkt den Shop aus, spart und unterstützt unseren Content. Dann sind wir jetzt beim nächsten Interview mit Jenny Zienert. Jenny, wie geht's dir? Du siehst auf jeden Fall, wenn ich das sagen darf, ready und hart aus. Ich bin ready und hart und ich bin mega glücklich und dankbar, dass ich hier sein darf. Dritter Olympia und so ein bisschen auch ein weiches Kissen im Rücken zu haben durch die Quali vor 3 Wochen. Du warst ja eigentlich schon qualifiziert. Ist schon Quali für nächstes Jahr. Ja, es war schon die Quali für nächstes Jahr. Du hättest eigentlich keinen mehr machen müssen. Was war jetzt so das Motiv, nur die Quali für nächstes Jahr zu holen oder auch schon ein bisschen eingrooven für heute, morgen, übermorgen? Auf jeden Fall eingrooven, aber für mich ist einfach der Olympia in Amerika, die Shows in Amerika und ich wollte einfach mir selbst auch beweisen, dass wenn ich mir ein Ziel setze, eine Show zu machen in Amerika, dass ich mittlerweile stark genug bin, dorthin zu gehen und ein Statement zu setzen. Das hast du aber gemacht auch. Das habe ich gemacht. Ja, das hat ja bestimmt nochmal Aufwind gegeben für die Olympia, obwohl du es wahrscheinlich überhaupt nicht nötig gehabt hättest, weil die sowieso die Leute auf dem Schirm hatten. Aber hat nochmal ein gutes Gefühl gegeben, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man vorher sich auch schon mal gesehen hat und weiß, dass man sich genau da verbessert hat, wo sie am Olympia letztes Jahr gesagt haben, da muss noch besser werden, da muss noch besser werden, dann ist es schon mal innerlich so, hey, ich habe mein bestes Paket gezeigt. Von da aus jetzt nur noch mal noch besser. Was haben die Judges denn gesagt? Was kann man denn noch verbessern? Bei der letzten Show jetzt? Ja. Super. Super? Ready? Ready. Also alles, was letztes Jahr bemängelt wurde, ist abgeschafft und Zeit zum Präsentieren, ja? Kleinigkeiten so, dass man halt sagt, okay, Achtung mit der Konditionierung, dass man halt nicht zu viel wird. Aber es ist halt eher nur so eine nette Warnung. Es war nicht zu viel. Aber das ist halt jetzt, wenn man noch 3 Wochen bis zum Olympia hat, nicht dann zu viel. Wie schwierig ist für dich diese Zwischenphase zwischen Wettkämpfen so durchzucruisen, ein bisschen zu konservieren? Ist das einfach oder fällt das schwer, einfach vielleicht auch mal nicht zu viel, nicht zu wenig zu machen? Ich mache das, was man mir sagt. Das ist mein das muss man als Profiathlet, da macht man dann auch nicht zu viel, weil du kriegst genau gesagt, was du machen sollst. Und ich bin nicht so extrem, dass ich dann von mir aus sage, oh, ich muss aber mehr machen, um masochistisch zu sein. Du bist letztes Jahr die beste deutsche Athletin gewesen in der Figurklasse. Bin ich aktuell noch. Bist du immer noch? Siehst du einen deutschen Dreikampf? Beschäftigt es dich in deinem Kopf oder guckst du einfach nur nach dir? Ich orientiere mich immer nach oben. That's it. Und versuche mich selbst zu schlagen, weil ich habe genug Baustellen und Hausaufgaben, die ich für mich selber erledigen muss. Und da brauche ich nicht die Energie zu verschwenden, um nach links oder rechts zu schauen, wer mir gefährlich werden könnte, weil das kann ich nicht beeinflussen. Wohin geht's dieses Jahr? Welche Platzierung hast du als Ziel gesetzt? Wo willst du hin? Besser als letztes Jahr. Besser als letztes Jahr? Sehr viel besser als letztes Jahr? Das weiß nur Gott. Ja, okay, ja. Ja, ich meine, das sind natürlich auch Athletinnen, die vom letzten Jahr gekommen sind, die sind ja auch nicht so einfach zu schlagen. Also da muss man, wenn die alle ihre Topform bringen und du deine Topform bringst, dann ist natürlich möglich, aber es ist nicht so, wo man sagt, oh ja, da marschiere ich mal einfach nach vorne. Dann wird's geil für euch, weil das ist dann richtig schön zum Anschauen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich werde jede Sekunde einsaugen. Auf jeden Fall, wir werden dich anfeuern und werden mit dir fiebern und um jeden Platz mitkämpfen. Ja, bitte. Aber natürlich. Ich sag immer, Martina ist die mit den roten Haaren, die am lautesten schreit. Martina kennt sich auch aus. So, Martina kann schon so ein bisschen Prognosen abgeben. Ja, also ich schreie ja schon, seit du das erste Mal auf der Bühne bist. Ja, ich weiß schon. Wir waren immer so, sehe ich so Martina immer, hey, super Jenny und so weiter. Das fand ich schon immer schön, dass sie meinen Weg da so verfolgt hat. Ja, schon immer. Ja. Schon immer Fan gewesen. Geht's noch weiter noch? Ah. Wir wünschen auf jeden Fall bestes Gelingen und wie immer viel Spaß auf der Bühne. Dankeschön. Alles Gute. Alles Gute. Danke für deine Zeit, ja. Jederzeit. Dankeschön.